Moin, liebe Leute, hier sind Kira und Dörte mit Bremerhaven funkt, dem Podcast für alles Schöne in Bremerhaven, alles Spannende, alles Erzählenswerte. Kira und ich sind ganz aufgeregt, weil wir haben zum ersten Mal seit über einem Jahr das Studio verlassen und sind rausgegangen. Uns gegenüber steht unser Kollege Frank Sleine. Hallo Frank. Hallo, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ja, das tun wir auch. Wir sind hier auf dem Stellplatz für Wohnmobile. Gleich die erste Frage, Reisemobile, Wohnmobile, was ist so der Fachjargon? Man sagt eigentlich Reisemobile, aber auch Wohnmobile, man kann beide Begriffe benutzen. Das ist tatsächlich ein Reisemobilstellplatz hier. Es dürfen keine Wohnwagengespanne stehen. Wir haben es immer mal wieder, dass Gäste anfragen, ob sie mit ihrem Wohnwagen hier stehen können. Das dürfen die auf unserem Stellplatz nicht, weil es auch ein Sicherheitsbezirk ist hier an der Schleuse direkt und die Feuerwehrzufahrten immer freigehalten werden müssen. Deshalb dürfen hier auf dem Stellplatz an der Doppelschleuse nur Reisemobile stehen. Du hast das gerade schon so schön angesprochen, an der Doppelschleuse. Also ich meine, wir stehen hier ja nun wirklich am besten Platz. Also der Ausblick ist toll, man hat immer was zu schauen, die Schleuse ist direkt um die Ecke. Ist das auch was, was so unsere Gäste besonders interessiert? Das auf alle Fälle. Viele Gäste fragen auch, ob man schon Schleusenzeiten hat, ob ich ihnen sagen kann, wann das nächste Schiff schleust. Das weiß ich leider nicht. Aber ich gucke immer gerne ins Internet nach. Da gibt es so einige Seiten, wo man den Gästen dann auch sagen kann, was für ein Schiff gerade schleust. Und ganz, ganz viele Gäste, gerade die aus dem Süden von Deutschland, die freuen sich, wenn sie hier stehen können und auch ordentlich Schiffe gucken können. Und das können sie auf alle Fälle. Unbedingt. Gleich nebenan ist zum Beispiel ein ganz spannendes Schiff, das hier ausgeschleust wird. Machen wir gleich ein Foto davon, unbedingt. Aber du sagtest schon, Gäste aus dem Norden, Gäste aus dem Süden. Erzähl mal so ein bisschen, wo kommen die Leute her? Im Augenblick, das Blatt hat sich ziemlich gewandelt aufgrund von Corona und jetzt den hohen Spritpreisen. Wir haben ganz viele Gäste, die aus dem Umland kommen hier, viele aus Ostfriesland, die sind hier auch immer sehr gern gesehen, wie natürlich auch alle anderen Gäste. Aber die Gäste aus Ostfriesland sind immer recht entspannt. Und natürlich im Sommer auch viele Gäste aus Bayern, aus dem Süden und natürlich nicht zu vergessen unser Hauptklientel aus Nordrhein-Westfalen. Du bist ja so ein bisschen die gute Seele hier vom Platz, oder? Erzähl mal so ein bisschen über deinen Arbeitsalltag. Also nicht nur ich bin die gute Seele hier in der Woche, sondern an den Wochenenden, beziehungsweise wenn ich mal im Urlaub bin oder nicht da bin, habe ich viele Kollegen, die mir ja Gott sei Dank helfen. Wir sind insgesamt jetzt 10 Personen. Also ich habe noch 9 Mitarbeiter auch drüben auf dem Stellplatz im Fischkai und wir haben auf alle Fälle mal gut zu tun, bemühen uns auch hier die Gäste gut zu versorgen. Und dass die sich auch als Gäste fühlen in unserer Stadt. Da legen wir großen Wert drauf mit Stadtplänen oder Informationsmaterial oder unser Top-Platz-Stellheft. Das legen wir natürlich gerne draußen aus für die Gäste und das wird auch gerne angenommen. Erzähl mal so ein typischer Tag. Wie sieht der Tag von Frank aus auf dem Stellplatz? Man fängt morgens eigentlich an mit den, ich sag mal, Toilettengängen. Man guckt, ob genügend Klopapier auf den Toiletten ist, bei den Damen und bei den Herren, ob die Duschen, Toiletten, alles in Ordnung ist. Und dann wartet man auf den Bäcker, so wie jetzt, der gerade gekommen ist, weil um 8 Uhr die Gäste auch gerne ihre Brötchen haben möchten und sehr wahrscheinlich schon gleich am Fenster stehen. Und danach, wenn die Brötchen ausgegeben sind? Dann zieht es sich eigentlich hin, viele Gäste, die abreisen, gerade in den Morgenstunden. Das heißt, die geben ihren Toilettenschlüssel bei uns ab, kriegen ihr Pfandgeld wieder. Und in der Zeit reisen auch wieder viele Gäste an. Also der Wechsel ist immer, ich sag mal, am Vormittag bis zum Mittag ist hier eigentlich immer Tubabo, dass die Gäste abreisen und natürlich auch wiederkommen. Zwischendurch hat man noch genug andere Aufgaben, die Säulen zu entleeren. Unsere Stromsäulen, die werden mit 50 Cent gespeist von den Gästen selber. Oder Papier aufheben, es weht natürlich auch einiges an Papier rum, gerade im Schleusenbereich. Und natürlich eben gucken, dass der Platz ordentlich aussieht und ja, vernünftig für die Gäste bereitgestellt wird. Und so der letzte Schritt sozusagen vor deinem Feierabend, was machst du da? Gibt es da eine Routine? Da geht man natürlich nochmal über den Platz, das macht man mehrmals am Tag, auch tagsüber, kontrolliert die Tickets der Gäste, ob die bezahlt haben. Und nettes Gespräch über den Gartenzaun, hätte ich jetzt beinahe gesagt, bei uns sind es ja die Hecken, mit den Gästen, macht immer Spaß, muss immer sein und das erwarten die Gäste auch von einem. Als persönliche Kümmerung, oder? Ja, genau, ja. Richtig. Es gibt ja Gäste, die sind sehr autark, die brauchen auch nicht viel, die wissen, wie der Hase läuft. Es gibt aber auch ganz viele neue Wohnmobilisten, sage ich mal, die gerade anfangen oder sich ein Wohnmobil ausgeliehen haben und die immer noch so ein bisschen Support brauchen, was sie machen müssen und dürfen und können.
Hast du denn für die genau einen Tipp, wie das ist, wenn man bei uns ankommt, wie das so läuft? Also ich freue mich immer, wenn wir Neugäste haben, die dann auch gleich sagen, ja, wir sind neu, wir wissen nicht genau, wie es funktioniert, und dann hilft man denen auch gerne. Das machen wir auf alle Fälle auch. Ansonsten geht man eigentlich davon aus, dass die alten Hasen wissen, was sie zu tun haben, wo sie entsorgen können, wie sie entsorgen können, wo sie abwaschen können, wo der Müll ist. Die meisten orientieren sich, gucken sich mal eben um auf dem Platz, und das funktioniert ganz gut. Hast du eigentlich schon mal Urlaub im Wohnmobil gemacht? Ja, ich habe mir tatsächlich mal ein Wohnmobil ausgeliehen und bin eine Woche an der Ostsee und Nordsee gefahren, und es hat viel, viel Spaß gemacht. Und meines Erachtens muss man das auf alle Fälle machen, damit man die Camper oder die Reisemobilisten auch viel besser verstehen kann. Ja, und das tust du auf jeden Fall. An der Stelle mal ein ganz großes Kompliment an dich. Also ich habe bis jetzt immer nur Positives gehört. Die Leute lieben dich hier. Danke. So, Dörte, jetzt wandern wir hier schön über den Platz. Fühlt sich fast wie Urlaub an. So können Montage immer beginnen, finde ich. Ich sag's dir, die Leute sitzen gemütlich in ihren Autos, frühstücken gerade mit den Brötchen, die sie bei Frank geholt haben, gucken auf ein total spannendes Schiff. Absolut. Ja, und können sogar noch ein bisschen Baustelle gucken. Der Lenzkran steht auch da. Ja. Also, was genau will man mehr? Genau, hier wird ordentlich was geboten auf dem Platz. Und selbst wenn dieses Schiff nicht wäre, ich meine, guck den Himmel an. Ja. Ne? Also, da ziehen die Schäfchenwolken. Was haben wir von Annika gelernt? Cumulus? Cumulus, genau. Ich verspreche gutes Wetter, wobei die sind da ein bisschen grau, aber da wird nichts rauskommen. Nee, also ich habe heute Morgen auch den Wetterbericht gehört für heute, und wir wissen ja, also das für heute sollte schon recht präzise sein. Genau. Es soll noch schöner werden zum Nachmittag. Hoffentlich wird es wärmer. Ja. Das tun mir die Wohnmobilisten ehrlich gesagt leid. Nein, also, die haben eine gute Heizung. Das du meinst, die haben jetzt Heizung an? Ja, absolut. Guck mal, da mümmelt einer sein Brötchen. Ob wir den mal fragen? Weiß ich nicht, aber da, also... Klopf, klopf. Da vorne läuft auch jemand. Ja, wunderbar. Moin Jürgen, wir stehen ja hier auf dem Stellplatz. Du bist ganz locker angezogen, obwohl es so frisch und kühl ist. Wie lange bist du schon hier? Wir sind gestern Abend angekommen, also gestern Nachmittag. Gestern Nachmittag, ja. Da war es noch ein bisschen wärmer. Ja. Wie hält man sich denn eigentlich warm im Wohnmobil? Ich habe mich das gerade gefragt. Überhaupt kein Problem, wir haben die Gasheizung drin. Ja. Und... das ist eigentlich immer schön kuschelig. Na siehst du, das hat Kira auch schon vermutet. Der Raum nicht so groß ist. Ja, und jetzt ist Frühstückszeit? Ja, wir haben jetzt gerade gefrühstückt. Ja. Mohnbrötchen, Sesambrötchen, Croissant, also die Auswahl ist ja riesig. Das es gibt, ja. Genau, und was steht heute an am Programm? Wir wollen heute mal in die Stadt reingucken. Und? Klimahaus, Auswandererhaus? Klimahaus, Auswandererhaus, waren wir schon, wir waren vor ein paar Jahren schon mal hier. Oh ja. Ja. Und dann wieder Bremerhaven. Wir sind jetzt das dritte Mal. Das dritte Mal? Das dritte Mal, ja. Was zieht euch her? Das Meer, also das Wasser praktisch, ja. Mehr ist es ja noch nicht richtig. Gell? Wir wollen ja auch noch weiter, ja. Aber wie gesagt, gefällt uns sehr gut hier. Der Platz und die Stadt? Ja, der Platz ist sehr schön, den haben wir das erste Mal besucht, kurz nachdem er aufgemacht hatte. Ja. Waren wir das erste Mal da, und die Stadt ist auch wunderschön. Und was, wie gesagt, mit diesem Klimahaus und Auswandererhaus ist ja alles ganz toll, waren wir überall schon drin. Ja. Und da wollen wir aber noch mal rein. Ja, es verändert sich ja auch ständig. Ja. Genau. Man kann sein Wissen gut auffrischen, ne? Jetzt habe ich gesehen, dass sie dieses, wir sind gestern schon mal kurz durchgelaufen, schon durch die Stadt, dass sie dieses Shopping Center da noch dran gebaut haben. Das war das letzte Mal, glaube ich, noch nicht. Ich habe zumindest. Das Outlet, ja. Das Outlet, ja. Das ist neu, ne? Ne, es gibt es jetzt auch schon einige Jahre, aber es hat sich gerade umfirmiert und neues Konzept eingebaut, sozusagen. Genau. Also insofern ist es wie neu. Genau. Ja, freut mich. Deine Frau ist dabei? Ja. Und ihr seid nur zu zweit immer unterwegs? Wir sind zu zweit unterwegs. Die Tochter ist groß. Die haben auch ein eigenes Wohnmobil. Ah, okay. Aber die haben ein bisschen andere Interessen. Die fahren mehr nach Schweden, was uns nicht so, weil ich bin nicht so der Typ, der sich da so lange auf die Fähre macht oder so. Wir bleiben eigentlich mehr in Deutschland. Ja. Und es ist ein eigenes Wohnmobil? Ja, oder? Ja, ja. Was fasziniert euch an der Art zu reisen? Wir haben früher schon immer Camping gemacht, also praktisch, wir kommen ja aus der ehemaligen DDR, aus Thüringen, und haben früher schon immer Camping gemacht, und das war nachher, wo die Wende kam, eigentlich unser Ziel, mal sowas zu haben. Yeah. Haben damals angefangen erst mit dem Wohnwagen, aber sind dann nach ungefähr 15 Jahren umgestiegen auf dem Wohnmobil. Yeah. Ja, da hat man den warmen, puscheligen Popo gleich unter sich, ne? Ja. Genau. Ja, vielen Dank. Das waren ja interessante Einblicke. Wir wünschen euch einen tollen Urlaub noch hier. Danke. Und besucht die Stadt gern wieder. Dann ändert sich ständig. Alles klar, danke schön. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Bitte.
So, Dörte, wir sind ja auch ein bisschen Experten, zumindest halb. Also wir sind ja beide Wohnwagen-Enthusiasten, ja, muss man ja sagen. Genau, geworden. Ja, stimmt. Ich habe dich sogar noch ein bisschen geinfluenzt, ne? Das hast du unbedingt. Also deine faszinierenden Berichte aus Norwegen, ja, das, doch, da hat sich was bei mir gelockert. Also ich bin, in der Kindheit haben wir viel gecampt am Flügelner See. Ja, schön ist schön, ne? Ja, schön ist schön, aber schön ist auch schön wieder. Also das hat mir dann als Teenager gar nicht mehr gefallen. Ja, ich glaube, man hat irgendwann so eine Phase, da möchte man das nicht mehr. Und wenn man dann älter wird, denkt man, oh, das war doch gar nicht schlecht. Ja, ja, doch. Und diese Freiheit, Wagen dahinter, ja, ganz genau. Ja. Wagen hinterhängen und Urlaub beginnt. Also ja, du bist ja in dem Moment schon entspannt, wo du mit 100 auf die Autobahn fährst, mhm, und denkst, das bleibt jetzt erstmal so die nächsten, genau, Stunden. Ja, einfach warten, bis man angekommen ist, ist ganz das genau eigentlich. Ja. Und genau, dann steht man auf dem Platz und man hat schon Urlaub. Also ja, ich finde, man muss ja auch nicht im Hotel, musst du mal gucken, wo ist denn was und wie funktioniert das denn hier? Nö. Hingestellt, angekommen, alles ist da, alles ist wunderbar. Genau. Und man weiß, wo alles ist oder man räumt es dahin, wo es hingehört. Ja. Also man macht sich sein eigenes Heim dann auch wieder. Und ich finde auch spannend, ich bin eigentlich jetzt nicht so die penetranteste Ordnungshalterin, aber im Wohnwagen, da muss wirklich alles seinen Platz haben. Ich, ja, werde wahnsinnig, ja, wenn mein Mann seinen Schlüssel, den er bekommen hat, ja, für den Platz, irgendwo hinschmeißt und wir dann los wollen und er erstmal suchen muss. Ja. Ein Griff bei mir und ich, und wir können los. Also. Ja, das ist ja auch, also ich finde gerade, man muss ja alles so am Ort haben, dass man losfahren kann. Ganz also genau, weil sonst fliegt ja alles um die Ohren. Eben. Das lernt man ja auch gleich auf der ersten Tour. Eben. Das, ja, und ich möchte meinen Urlaub nicht damit verbringen, dass ich Dinge suche. Nee, das stimmt. Ich möchte raus und Dinge erleben. Ja, je kleiner der Raum, umso chaotischer sieht es ja auch sofort aus. Da liegt das eine Kissen schief, so nach dem Motto, und dann denkst du gleich, hier ist eine Bombe eingeschlagen. Ja, das stimmt. Genau. Nils und ich haben deswegen ja auch uns etwas größer quasi ja, ausgesucht. Wir haben, ich glaube, inklusive Deichsel 7,5 Meter. Uiuiui. Das ist schon recht groß für nur 2 Personen, aber wir haben halt auch beschlossen, wir haben keine Lust, ständig Betten umzubauen. Wir haben ja, ein festes Bett und den Luxus haben wir uns gegönnt. Das ist unser altes kleines Schätzchen. Der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, der braucht auch momentan ein bisschen Liebe, aber dann geht's wieder los. Ja, du, unser ist auch nicht so jung. Also wir sind jetzt die zweiten Besitzer. Unser ist auch über 20 Jahre ja, alt. Aber so toll in Schuss gehalten. Holland. Ja, ja. Ein Holländer hat ihn gehabt. Ja, die lieben ihre Wohnwagen, lieben Wohnmobile. Ihre Wohnwagen. Ja. Ganz genau. Ja. Und die haben auch ein festes Bett. Mhm. Aber, und eine kleine Sitzecke und eine kleine Küche. Das Klo haben wir gerade ein bisschen modernisiert und sehr gut, das ist es. Ja, ja, perfekt. Und ich habe gehört, euer Wohnwagen hat einen Namen. Wir ja, sind da sehr also unser hat keinen Namen. Ich influenze dich jetzt mal. Okay. Wie heißt der denn und warum? Wir haben unseren Wohnwagen Fritz genannt. Fritz ist der Vorname meines Opas und mein Opa ist in meiner Erinnerung, der ist leider schon 20 Jahre tot, in meiner Erinnerung einfach immer nur rumgereist. Am Anfang mit großem Wohnwagen. Wow. Und da habe ich ihn auch als, es gibt entzückende Fotos von mir, in Rüschenpants. Wunderschön. Am Plöner See und mein Opa vor mir. Ich freue mich schon auf den Blogbeitrag, der mich füttert. Und das, wenn ich dieses Foto angucke, dann habe ich einfach nur schönste Erinnerungen. Ja. Und später kam er mit dem Wohnmobil und er ist viel durch Europa gereist. Er hat einen ganz fantastischen, große Kladde gehabt, hat meine Oma aber tatsächlich, jeden Kilometer erfasst, sodass Wahnsinn, man, genau, ja, man kann es abfahren, wirklich, ja, diese alten Strecken abfahren. Und als ich den Wohnwagen kaufte vor 2 Jahren, da war das sofort präsent, dass der nur Fritz heißen kann. Ja, also genau, es ist eigentlich gar nicht nur ein Name, sondern auch ein Versprechen an ja, euch und den Wohnwagen, dass es auf große ja, Tour immer wieder geht und ihr ganz viel entdecken wollt damit. Ja, absolut. Und es ist eine Erinnerung an früher und ich finde, Fritz ist ein zeitloser Name. Absolut, geht immer. Ja, ja. Und ich glaube, das ist auch das, was so uns alle Wohnmobilisten, Camper die mit ihren Autos so unterwegs sind, verbindet. Diese Freiheit, dieses einfach mal losfahren können und anhalten, wo es einem gefällt. Ganz genau, ja, ja. Und du kannst ja selbst mit einem Wohnwagen eigentlich mal so einen Tag stehen. Also die Wohnmobilisten können das ja sowieso. Ja, genau. Moin erstmal, hallo. Morgen. Ich bin Kira. Darf ich Sie begrüßen? Ich bin die Dagmar. Dagmar, herzlich willkommen erstmal hier in Bremerhaven. Wann sind Sie denn angekommen? Gestern. Gestern erst, also noch ganz frisch da. Ganz frisch. Wir waren vorher an der Weser und jetzt sind wir weitergefahren nach Bremerhaven und jetzt wollen wir weiterfahren nach Cuxhaven. Ah, heute geht's schon weiter? Heute geht's schon weiter. Ah, okay. Planen Sie denn auch einen kleinen Abstecher nach Bremerhaven? Waren wir schon? Gestern schon. Gestern schon. Ah, okay. Sind wir Fahrrad gefahren, das ja, war sehr schön und uns gefällt halt, dass das ziemlich nah ist alles, mhm, dass das Wasser da ist. Das ist eigentlich der Grund, weswegen ich hier oben bin. Ja. Und ja, der Platz hat uns gleich angesprochen, also
die Toiletten müssen natürlich noch ein bisschen gemacht werden. Ah, aber Frank ist dran. Alles. Genau, hat er gleich erzählt. Ja, genau. Das, er ist sowieso sehr, sehr, sehr nett. Fand Dankeschön. Ich ganz toll. Das gebe ich gerne weiter. Ja. Und deswegen sind wir hier und jetzt geht's weiter. Ja, dann wünsche ich noch eine gute Reise. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und noch einen schönen Tag. Jawohl. Tschüss. Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. So, jetzt haben wir Dagmar gar nicht gefragt, wo sie herkommt. Richtig. Aber was man sehen kann, ist, dass die Autos von im Grunde überall herkommen. Ja. Frank hat schon recht. Ja, wir haben Unna, wir haben Essen. SOK kenne ich nicht. SO ist, glaube ich, Soest, oder? Osterholz. Das ist ja um die Ecke. Das ist um die Ecke, ja. Und gerade ist einer auf dem Platz gefahren mit einem Bremerhavener Kennzeichen. Ja. Du musst nicht weit fahren, haben wir doch gerade gesagt. Es ist vielleicht das einfach mal aus der Wohnung raus. Ja, genau. Moin. Moin. Unna, hast du gesagt? Essen? Ja. Weißt du, was SOK ist? Nee, auch nicht, ne? Müssen wir mal googeln. Müssen wir googeln. Hamburg. Hamburg ist auch da. Na, das ehrt uns am allermeisten. Oh ja. Guck mal, da oben liegt ein Hund drin. Oh ja. Das finde ich auch spannend. Ach, wie schön. Wie viele Hunde es hier auf dem Platz gibt. Ja, aber es ist ja auch ein toller Urlaub mit deinem Hund. Du hast immer die ganze Zeit mit dir. Du musst nicht fragen, ob er mit ins Hotel darf. Das ist schon gut so. Ganz genau. Und die haben da hinten einen Roller auf dem Auto hinten drauf. Das ist auch sehr praktisch. Viele haben ja Fahrräder eigentlich. Guck mal, da stehen welche vor dem Wagen. Ja. Genau. Und ansonsten, es ist nicht so weit in die Stadt. Also. Ja, und vor allen Dingen, das Gute ist ja auch immer hier bei uns im Norden, es ist alles platt. Nils und ich haben mal den Fehler gemacht. Also, naja, den Fehler nicht. Wir waren in Schottland unterwegs und damals auch noch mit so einem Camperbus. Und haben auch Fahrräder mitgenommen und waren ganz motiviert, da Fahrrad zu fahren. War nicht so gut, weil mein Fahrrad hatte damals einen Gang. Genau. Weil es war so ein Holland-Rad-mäßig. Yeah. Oh nee, das kommt in Schottland nicht gut. Nein. In Glasgow sind wir nur reingefahren, weil das ging wunderbar bergab, um nicht zu sagen sehr steil bergab. Ich habe mich unten aber geweigert, jemals wieder mit dem Fahrrad hochzufahren. Das kann ich verstehen. Deswegen, also dann musstet ihr zu Fuß. Ja, gehören irgendwie zum Camping dazu. Ja. Aber sie sind nicht überall optimal. Hier bei uns schon. Ja, absolut. Und irgendwie Rückenwind hast du ja immer, ne? Man kann es auch andersrum sagen. Irgendwann hast du hast immer Gegenwind, aber... Ja, das sind eher meine... Da verstehe ich dann alle Menschen, die ein E-Bike fahren. Aber wir können noch mal ein Stück in die Richtung tapern. Ihr müsst euch das so vorstellen, wir laufen hier ganz bequem über den Platz und gucken, ob wir irgendwen hier für uns finden. Oh, Frank hat ein schönes Vogelhäuschen gebaut. Und die Enten sind auch da. Franks Enten sind da. Und sie haben Frühstück bekommen. Das ist ja nett. Erstmal moin, mein Name ist Kira. Wie heißen Sie? Werner. Werner, darf ich Sie duzen? Ja, sicher. Super, das ist ja auch unter Campern ist das ja fast normal, oder? Ja, das ist eigentlich hier relativ entspannt. Da sagt eigentlich jeder du, wenn er sich ein bisschen überwindet. Okay. Normalerweise ja. Ja, und wo kommt ihr her? Wir kommen aus Goslar. Aus Goslar. Mhm. Das ist gar nicht so weit, oder? Wie lange wart ihr unterwegs? Das ist nicht so lange. Wir waren schon in Bremen. Ah, okay. Also ein Zwischenstopp in Bremen und jetzt Bremerhaven. Wollt ihr danach noch weiter? Nach Cuxhaven eventuell noch. Ah, okay. Wahrscheinlich sogar gleich. Ja, also wann seid ihr angekommen? Das war jetzt vor 4 Tagen. Ja, ach, seid ihr schon 4 Tage? Schön. Und was habt ihr so gemacht hier? Wir sind viel Rad gefahren, ne? Durch die schöne Luneplate da oben und so weiter und so fort. Ach, schön, sehr gut. In Bremerhaven natürlich auch. Ja. Wart ihr das erste Mal in Bremerhaven? Also ich war vor 40 Jahren schon mal hier. Tatsächlich. Ja. Da warst du noch sehr jung. Vor 45 Jahren. Ja. Und es hat sich ja ein bisschen was verändert, oder? Da habe ich nicht mehr viel Erinnerung dran. Ja. An den. Aber es gefällt euch. Das ist schön hier, ja. Ja. Schön, ne? Ja. Mal wieder ein bisschen an der See. Sonst wären wir ja nicht geblieben. Also seid ihr da auch immer ganz flexibel. Ihr sagt, solange es schön ist, bleibt ihr und dann geht's weiter. Nicht unbedingt, wenn es schön ist. Es wird ja heute wahrscheinlich wieder schön. Ja. Aber wir müssen ja auch mal weiterfahren. Ja, das stimmt. Sonst, ist sonst man lohnt sich das ja nicht mit dem Wohnmobil. Genau, sonst hätte man auch ein Hotelzimmer nehmen können. Genau. Obwohl ich Hotelzimmer ist nicht ganz so persönlich wie so ein Wohnmobil. Das stimmt. Hier lernt man viele Leute kennen. Ja, also man braucht bloß rausgehen und schon ist man... Kann man sich hier eine halbe Stunde, eine Stunde unterhalten oder gar nicht wegkommt der nächste wieder. Ja, das stimmt. Ja, sehr schön. Ja, dann freut es mich auf jeden Fall, dass ihr hier seid. Wollt ihr denn nochmal wiederkommen oder sagt ihr, jetzt haben wir Bremerhaven, haben wir abgegrast? Na, erstmal nicht, so schnell nicht. In 40 Jahren dann wieder und dann sprechen wir, was sich geändert hat. 40 Jahren bestimmt nicht. Okay, sagen wir 10 und dann schnacken wir nochmal. Okay. Ja, genau. Vielen, vielen Dank dir. Ja, kein Problem, Dankeschön. So, lieber Frank, mir ist aufgefallen, dass es Auszeichnungen gibt. Stellplatz des Jahres 2020, Stellplatz des Jahres 2022. Was hat es damit auf sich?
Wir wurden hierbei beim Stellplatz des Jahres vom Stellplatzring gewählt. Das waren eben die Gäste, die online abstimmen konnten. Also alle Top-Stellplätze, die hängen dann eben aus dementsprechend. Das heißt, es gab ein Voting unter den Gästen und wir haben gewonnen? Ja, genau, richtig. Wow. Da waren wir auch sehr stolz drauf und haben uns riesig drüber gefreut. Ja, das ist eine wunderbare Auszeichnung für deine Leistung und die deiner Kollegen. Gratuliere herzlich. Das war toll hier bei dir. Wir sagen ganz, ganz herzlich Danke für die Möglichkeit, auf den Platz zu gucken. Und die Folge endet wie immer mit Over and Out.